bist du ja wieder. Ja. Geht's deinem Vater besser? Nicht wirklich. Ist auch ein... Nein, danke. Was ist denn jetzt mit deinem Vater? Er ist in der Schweiz in einer Spezialklinik. Karl und ich haben ihn gerade zum Flughafen gebracht. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich wäre gerne mitgekommen. Herrgott, nochmal, mein Vater hätte sterben können. Glaubst du, da habe ich Zeit, mit dir zu plaudern? Gehst du schon wieder? Natalie, ich muss arbeiten. Ansgar, geh nicht. Wir sehen uns später. Ich will doch nur bei dir sein. Er hat es bestimmt nicht so gemeint. Natürlich hat er das. Kennst ihn doch. Natalie, du musst ihn verstehen. Er hat im Moment einfach viel Stress. Deshalb will ich ihm ja auch helfen, aber er lässt es nicht zu. Er tut so, als würde ich nicht mehr zu ihm gehören. Unsinn. Das darfst du dir nicht einreden. Er liebt dich. Tut er das? Früher ja, aber seit Hannes verschwunden ist, ist er ein anderer Mensch. Das belastet ihn auch. Aber das hat doch nichts mit dir zu tun. Doch, er gibt mir die Schuld. Soll ich noch mal mit ihm reden? Danke, aber das mache ich lieber selbst. Natalie, was gibt's denn? Ich habe Herrn Schäfer gerade im Aufzug getroffen. Die Mitarbeiter machen sich Sorgen. Sorgen? Die Kollegen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Es gibt Gerüchte. Die Landstein Holding soll aufgekauft werden und schon nächste Woche Leute entlassen. Ach, Unsinn. Ich kann Ihnen versichern, das ist definitiv nicht der Fall. Dann ist an diesen Gerüchten also nichts dran. Sie können die Mitarbeiter beruhigen. Ich werde schon in der nächsten Woche eine Betriebsversammlung einberufen und das Gerede persönlich aus der Welt schaffen. Herr Schäfer, Sie wissen doch, Sie können mir vertrauen. So leicht hebt niemand die Landstein Holding aus den Angeln. Du weißt jetzt also, wie du die Kredite bei Degenhardt abzahlen kannst? Natürlich nicht. Woher soll ich das wohl wissen? Aber wieso belügst du die Mitarbeiter? Wozu Panik verbreiten? Wir erfahren noch früh genug, dass die Holding am Ende ist. Es gibt also keinen Ausweg? Wieso stellst du dein Telefon um? Hallo, Natalie. Hallo. Vielleicht, weil ich meine halbe Stunde in Ruhe arbeiten will? Jedenfalls wurde dein Anruf zu mir durchgestellt. Ja, scheint dir enorm wichtig gewesen zu sein. Du stehst ja sofort auf der Matte. Ja, es war die Jury für den Geschäftsmann des Jahres. Ach was, wollen Sie mir den Preis schon wieder verleihen? Das würde mich überraschen. Nein, aber zu den Aufgaben des letzten Preisträgers gehört es, eine Lobrede auf seinen Nachfolger zu halten. Riesig. Und dafür kommst du extra rüber? Interessiert es dich gar nicht, wer dein Nachfolger ist? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Charlie. Ja, wir haben alle früh in der Stadt zu tun und da haben wir das Familienfrühstück kurzerhand hierher verlegt. Herzlich willkommen. Ja. Hast du schon gesehen? Jetzt oder nie? Jetzt ziehen wir es durch. Ja. Signora? Und? Wohin? Es ist mir doch egal. Ich weiß eh nicht, warum du mitgekommen bist. Natalie, setz dich doch. Guten Morgen, die Herrschaften. Es wundert mich, Sie hier zu sehen. Eigentlich sollten Sie doch längst dabei sein, Ihr Büro aufzulösen, bevor ich es übernehme. Oder zumindest an meiner Laudatio fallen. Ich bitte Sie, so viel Gutes gibt es ohnehin nicht zu sagen. Was will der denn schon wieder hier? Das Gleiche wie Sie, ich genieße mein Frühstück. Ach, und deshalb belästigen Sie die Gäste? Ach, Elisabeth, Herr Degenhardt hat doch nur einen Scherz gemacht. Auf diese Art Scherze kann ich gerne verzichten. Ja, ich habe auch nicht vor, mir den Tag vermiesen zu lassen. Charlie, würdest du Herrn Degenhardt bitte sagen, dass er hier unerwünscht ist? Was denn, ich soll ihm Hausverbot erteilen? Ja, wir sind hier Stammgäste. Worum ich dich bitte, ist nicht mehr als ein Freundschaftsdienst. Ach, naja, so das verstehen Sie also unter Toleranz und Rücksichtnahme. Das muss ich mir von Ihnen nicht bieten lassen. Sie haben meinen Vater beinahe umgebracht. Das ist doch völliger Unsinn.
Also jetzt hört mal zu. Das Schneiders ist immer noch ein Restaurant mit Stil. Und wenn euch das nicht passt, muss ich leider sagen, da ist die Tür.